Die Erstklässler der Sonnengrundschule in Fürstenwalde bei einer besonderen Unterrichtsstunde. Es ist Busschule. Busfahrer Gerd Mattes holt die Schüler ab, um ihnen zu zeigen, wie man sich bei der Fahrt im Schulbus richtig verhält. Also die Gefahren lauern immer, wenn sich der Busfahrer nicht konzentrieren kann. Wenn er total abgelenkt wird durch die Kinder, die hinten zum Beispiel rumtun. Zum Beispiel an den Haltestangen oder von Sitz zu Sitz springen. Oder laut rumschreien und der Busfahrer dadurch ständig nach hinten schauen muss und nicht nach vorne schauen kann. Und da können passieren, dass Situationen entstehen, wo ein anderer Verkehrsteilnehmer nicht aufpasst und der Busfahrer dann auch nicht und dann passieren Unfälle. Ne? Polizei und Busunternehmen wollen dafür sorgen, dass das Busfahren für die Kinder sicher wird und dass sie das Verkehrsmittel ganz selbstverständlich und selbstständig benutzen können. Aber es wird ihnen auch gezeigt, was passieren kann. Zum Beispiel bei einer Vollbremsung, hier zu Demonstrationszwecken mit nur niedriger Geschwindigkeit. Bei normalen 50 km/h im Stadtverkehr sehe es viel schlimmer aus, erklärt Gerd Mattes den Kindern. Am gefährlichsten ist es aber nicht im Bus, sondern beim Aus- und Einsteigen. Manchmal gehen sie vor oder hinter dem Bus über die Straße und das sind dann wirklich gefährliche Situationen. Da hatte ich auch schon gehabt, dass ein Kind dann angefahren wird. Ne? Also hinter dem Bus rübergerannt, kann das Auto nicht sehen und wird angefahren. Das ist dann wirklich ganz gefährlich und der Busfahrer kann nichts mehr machen. Er sieht nur im Spiegel vielleicht noch, dass es rüberrennt und das war es gewesen. Solche Unfälle sollen unbedingt verhindert werden. Deshalb werden die Kinder in der Busschule fit gemacht für mehr Sicherheit beim Busfahren.